Führerscheinprüfung. Oh, oh. Sie jetzt etwa auch, Frau Möbius? Um Gottes Willen, tun Sie uns das nicht an. Frau Steuer, das wird teuer. Aber Chef? Frauen gehören an den Herd und nicht ans Steuer. Jetzt reicht's aber. So war das nicht gemeint. Sie kennen mich doch, Frau Möbius. Sie wissen doch, dass ich Vorurteile hasse. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht mag. Vorurteile und Frauen am Steuer. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie die dämliche Prüfung bestehen. Was für Probleme haben wir denn mit den 7 Metern? Na, Chef, dann hören Sie sich das mal an. Hier, ab welcher Zuglänge muss ein PKW mit Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung einen so großen Abstand halten, dass ein überholendes Kraftfahrzeug einscheren kann? Na? Völlig klar, 7 Meter. Wussten Sie das nicht? Wann ist denn die Prüfung? Wahrscheinlich nie. Ich schlafe schon nicht mehr deswegen. Und wenn, dann träume ich stundenlang davon, dass ich innerhalb eines Kreisverkehrs nach rechts abbiegen will und ich kann. Ich sage das Ganze wieder ab, Basta. Sehr klug von Ihnen, sehr vernünftig. Wäre schön, wenn es mehr von Ihrer Sorte gäbe, Frau Möbius. Wir sollten jeder Frau eine Prämie bezahlen oder Rente auf Lebenszeit, die freiwillig auf den Führerschein verzichtet.